Also, das für mich und ich glaube auch für die, die sich dafür interessieren und die uns dazuhören, ist das das interessanteste Thema in der Schlafmedizin überhaupt, weil ein bisschen habe ich dich darüber ja auch kennengelernt und ich komme gleich da drauf, aber ich würde gerne dieses Thema Upper Airway Resistance Syndrom oder Syndrom des Widerstandes der oberen Atemwege in sozusagen drei Teilen abhandeln, nämlich mit der Geschichte dieses Begriffes und wie das angefangen hat, die ich unglaublich spannend finde, und weil es dabei nicht nur um Medizin oder Schlafmedizin, sondern weil das auch ein aus meiner auch berufspolitischen Sicht ein Paradebeispiel für die verschiedenen Interessen, die so in der Medizin eine Rolle spielen können, wenn neue Dinge sich entwickeln oder neue Erkenntnisse an den Tag kommen. Der zweite Punkt wäre dann die Diagnose des Upper Airway Resistance Syndroms, also was ist es eigentlich genau, was passiert da, und daraus leitet sich ja ab, wie man es diagnostiziert. Und der dritte Punkt wären dann die Besonderheiten der Therapie und solche Fragen oder was sich damit, wir müssen uns jetzt nicht starr daran halten, aber so, ich fände es schön, wenn wir das alles abhandeln könnten. Wenn das heute viel zu viel ist, dann fände ich es auch nicht schlimm, wenn wir das auf zwei oder drei Termine Ja, können wir machen. aufteilen, weil das Ja. Thema, ich glaube, das werden wir gleich sehen, ist wirklich gigantisch. Und du bist ja einer der wenigen Schlafmediziner, die wirklich, ich weiß nicht, wie viele hundert Publikationen zur Schlafmedizin in den größten wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht haben. Ich glaube, 500, 600 oder noch Nee, so viel mehr. habe ich nicht veröffentlicht. Nein, Bestimmt. nein. Und da ging es oder geht es ja auch sehr viel um dieses Upper Airway Resistance Syndrom. Und wenn ich mich nicht ganz irre, bist du auch der Erstbeschreiber mit Christian Geminot dieses Begriffes. Aber du wirst ja gleich was zu erzählen. Ich erzähle jetzt erstmal, bevor du loslegen darfst, was für mich das bedeutet. Ich habe den Begriff nicht gekannt, bevor ich dich nicht kennengelernt habe. Und ich weiß, ich habe das erste Mal etwas darüber gehört. Das war in San Francisco auf dem Weltschlafkongress, den du irgendein Symposium ausgerichtet hast. Und da ging es eben um dieses Thema. Ich fand das total interessant, aber später hat es dann mit der Gründung unseres Schlaflabors, so Mitte der 90er Jahre, eine wahnsinnige Bedeutung bekommen und ist mit sehr viel Emotionalität aus meiner Sicht aufgeladen gewesen zwischen verschiedenen Interessengruppen, sage ich mal. Also es gab einmal die sogenannten Kostenträger, Krankenkassen, die das Gefühl hatten, da ist jetzt noch eine Krankheit erfunden worden, mit der man irgendwie noch zusätzliche Untersuchungen machen möchte. Dann gab es auch schlafmedizinisch, wissenschaftlich Leute, die sagen, das gibt es gar nicht damals, das existiert nicht und das ist nur ein künstliches Konstrukt oder wie auch immer. Und andere haben eben gesagt, das ist, also es ging um diesen Begriff und ob man den überhaupt benutzen darf oder ob man den nicht benutzen darf. Das wurde schon teilweise nicht mehr wissenschaftlich, sondern wahnsinnig, wenn ich mich richtig erinnere, War sehr sehr emotional, sehr emotionsbeladen, ja. emotionsgeladen Ja. diskutiert. Und das ist heute alles ein bisschen besser geworden. Weiß nicht, wie du das siehst, aber mich würde einfach mal interessieren, wie war das ganz am Anfang? Also wie ist man überhaupt auf die Idee gekommen? So viel wie ich weiß, ist damals immer gesagt worden, die Besonderheit des Upper Airway Resistance Syndroms ist eben, dass die Patienten eine andere Symptomatik haben als die Patienten, die die klassische Schlafapnoe haben. Bin ich das richtig in Erinnerung? In Teilen schon. In Teilen ist es schon so, dass sie eine andere Symptomatik haben oder einen anderen Symptomkomplex. Aber viele ihrer Symptome sind auch die Symptome eines Patienten mit Schlafapnoe. Der wesentliche Unterschied ist eigentlich die Konstellation
der Symptome und das Erkennen anhand der Konstellation der Symptome oder der Verdacht, dass es sich dabei um ein Upper Airway Resistance Syndrom handeln kann. Aber ganz entscheidend natürlich ist für die Diagnose eines Upper Airway Resistance Syndroms oder sind für die Diagnose eines Upper Airway Resistance Syndroms auch harte Parameter, Befunde anhand der Untersuchung im Schlaflabor. Genauso wie auch die Befunde für die Diagnose einer obstruktiven Schlafapnoe, die man dann auch noch in leichtgradig, mittelgradig und schwergradig einteilen kann. Und zwar anhand des Apnoe-Hypopnoe-Indexes, also der Anzahl der Atemaussetzer, ist es bei dem Upper Airway Resistance Syndrom eben das Spezielle, dass dieser Apnoe-Hypopnoe-Index normal sein muss im Vergleich zu einem Patienten, der Schlafapnoe hat. Das heißt, das Besondere damals war, dass man gesagt hat, es gibt Menschen, die haben überhaupt keine Apnoen oder Hypopnoen und haben trotzdem einen gestörten Schlaf durch einen Widerstand beim Atmen. Richtig, durch eine gestörte Atmung. Und während am Anfang der Arbeiten über das Upper Airway Resistance Syndrom man noch klarere Formen gesehen hat in Bezug auf die Atmungsstörung, also das Flusssignal. Wenn jemand ein- und ausatmet, kann man das messen und man bekommt eine Kurve. Und das Ausschlagen der Kurve sagt einem etwas über die Verminderung der geatmeten Luft aus. Und da gab es eindeutige Kriterien. Eine sogenannte Hypopnoe musste mit einem Atemfluss von und mit einer Atemflusseinschränkung von 50% einhergehen, dann kannte man das als Hypopnoe bezeichnen. Natürlich auch mit einem Sauerstoffkriterium. Gleichzeitig musste der Sauerstoff auch um einen bestimmten Wert abfallen. Und dann konnte man daraus ein Atmungsereignis machen, genauso wie bei den Apnoen, wo die Atmung dann komplett ausfällt und keine Luft mehr fließt. Beim Upper Airway Resistance Syndrom war es so, dass wir eigentlich ursprünglich, und das war am Ende der 80er Jahre, am Anfang der 90er Jahre, hatte ich eine Publikation im Journal of Applied Physiology gemacht, wo wir bei Patienten mit einer Sonde in der Speiseröhre die Drücke im Brustkorb gemessen haben. Und dann feststellten, dass die Drücke zunahmen über einen Zeitraum von, sagen wir, 20, 10, 20, 30 Sekunden. Die Drücke zunahmen mit jedem Atemzug. Und dann am Ende dieser Episode, es stand, dass jemand kurz aufwachte. Und wir haben dann geschaut, haben wir jetzt wirklich ein Atemereignis vorliegen? Wir haben starke Druckerhöhungen im Brustkorb, aber wir haben gar nicht so große Einschränkungen der Atmung gesehen. Also die haben geatmet. Und da wurde uns klar, dass wir hier ein Phänomen haben, das mit Luftflusseinschränkungen einhergeht, ohne dass die ursprünglichen Kriterien für die Bewertung einer Hypopnoe und einer Apnoe, die dann wiederum in einer Diagnose für Schlafapnoe mündet, gar nicht vorhanden waren. Gab es da einen Schwellenwert, der das ausgelöst hat? Also bestimmter Druck, 24 Zentimeter? Nein, das gab es nicht. Man konnte eine normale Einatmung ist mit einem Druck von minus 8 Millibar verbunden. Und da fängt man an, ja. Also wenn man frei atmet und die Atmung nicht eingeschränkt ist, dann hat man 8 Millibar. Und wir konnten sehen, dass teilweise dann der negative Druck, der in der Lunge aufgebaut werden muss, um Luft fließen zu lassen, diese 8 Millibar überschritt und auch deutlich überschritt, aber es nicht zu wirklichen Abnahmen des Atemflusses, der Luft kam, die geatmet wurde, sodass eine Hypopnoe und eine Apnoe nicht ausgewertet werden konnten und somit auch nicht die Diagnose einer Schlafapnoe gestellt werden kann. Und trotzdem klagten die Patienten über typische Symptome einer Schlafapnoe. Die waren tagsüber müde, die hatten Probleme mit dem Einschlafen, die hatten Durchschlafprobleme. Als wir dann auch bei den Patienten, die den Schlafdruck am Tage mit einem MSLT gemessen haben, konnten wir eindeutig sehen, dass diese Patienten einen pathologischen Wert im MSLT hatten. Die waren also klinisch müde tagsüber, obgleich sie eben 8 Stunden geschlafen haben. Und immer Schnarcher oder auch?
größtenteils waren es Leute, die geschnarcht haben. Deswegen war es bei denen ja auch so, dass man angenommen hatte, dass sie Schlafapnoe hatten. Und diese Patienten, die sind ja häufig auch bei niedergelassenen Ärzten gewesen oder Ärzten gewesen, die ambulantes Monitoring gemacht haben. Und das ambulante Monitoring war eben nicht dafür ausgelegt, sehen zu können, dass es nur zu ganz geringen Luftflusseinschränkungen gekommen ist. Und diese Patienten zwar mit typischen Symptomen einer Schlafapnoe sich vorgestellt hatten, aber dann ein Schlafapnoe-Syndrom ausgeschlossen wurde und sie wurden wieder nach Hause geschickt. Dennoch waren sie müde. Und das waren eben die Patienten, die uns interessiert haben, gerade die Patienten, bei denen man eine Schlafapnoe nicht diagnostizieren konnte, aufgrund der Befunde, die man im Schlaflabor erhoben hatte, aber wo wir eben diese Gesetzmäßigkeiten in der Untersuchung im Schlaflabor gesehen haben. Und dieses ganze Bild der Befunde, die man bei einem Upper Airway Resistance Syndrom machen kann, hat sich im Laufe der Jahre jetzt gewandelt, muss man sagen. Also die Erkenntnisse sind doch viel reichhaltiger geworden und das auch insbesondere hinsichtlich der Symptomatik der Patienten. Das heißt, eine Polygraphie, also eine ambulante Screening-Untersuchung, die Geräte, die die Patienten mit nach Hause bekommen, schließt eine Störung der Atmung bei einem normalen Befund nicht aus. Das war ja damals immer das Argument, mit dem man auch gesagt hat, oder ich würde das eigentlich heute noch sagen, diese Polygraphie nicht als Ausschlussuntersuchung taugt. Genau, also wenn man den Verdacht auf eine Schlafapnoe hat und macht eine Polygraphie und die Polygraphie, die Auswertung zeigt, er hat keine Schlafapnoe, dann kann man nicht davon ausgehen, dass er nicht vielleicht doch ein Upper Airway Resistance Syndrom hat. Kann man so weit gehen, dass man sagen kann, ich gehe erstmal einen Schritt weiter, bei Menschen, die müde sind tagsüber und nicht schnarchen, dass die trotzdem ein Upper Airway Resistance Syndrom in seltenen Fällen dann natürlich haben könnten? Also ist das theoretisch denkbar? Ja, eindeutig. Ja. In der Neuausgabe der Principles and Practice of Sleep Medicine wird darauf auch sehr deutlich hingewiesen. Es gibt einen gewissen Prozentsatz, den genauen Prozentsatz kennen wir noch nicht. Ich würde ihn so um die 15% beziffern aus meiner klinischen Erfahrung. Schnarchen nicht, haben aber Luftflusseinschränkungen und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Schlafqualität, genau, und für den Erholungswert des Schlafes. Ja. Und insofern kann man nicht sagen, dass immer Schnarchen vorhanden sein muss, um ein Upper Airway Resistance Syndrom zu diagnostizieren. Könnte es sein, dass diese Rate höher ist, als wir glauben, weil ja das Schnarchen eigentlich so das Kardinalsymptom ist, wo man überhaupt drauf kommt, dass eine schlafbezogene Atmungsstörung vorliegen könnte. Das heißt, man legt das sehr schnell ad acta, wenn jemand nicht schnarcht. Also man guckt nicht wirklich danach. Ja. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch so wichtig, dass man als Schlafmediziner oder Schlafmedizinerin nicht so sehr das Augenmerk auf Schnarchen richtet, sondern mehr das Augenmerk darauf richtet, wie ist denn Ihr Schlaf? Wie fühlen Sie sich tagsüber? Wie wachen Sie morgens auf? Haben Sie einen erholsamen Schlaf? Das sind alles Fragen, die viel, viel wichtiger sind eigentlich als das Schnarchen selbst. Mhm. Ja. Aber eigentlich wollte ich wissen, wie das damals war in den 80er Jahren mit Upper Airway Resistance und so. Wer da, glaubt, mit Christian Gimino hast du das veröffentlicht, ne? Oder? Ja, ich habe das mit Christian Gimino 92 veröffentlicht in Chest. Und dort haben wir den Begriff geprägt. Und der Christian Gimino ist sehr angefeindet worden, weil Christian Gimino gesagt hatte oder die Hypothese hatte, dass es sich um ein eigenständiges Syndrom handelt, abseits von der obstruktiven Schlafapnoe oder vom Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Er hat ja immer gerne von obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom gesprochen. Es gab viele in der Sleep Community, die auch dagegen waren. Das ist kein Syndrom, ja. Man bezeichnet es nicht als Syndrom. Ich tue es heute auch nicht mehr. Und
Christian wollte es als etwas Eigenständiges sehen. Wir wissen aber heute, dass es wirklich nichts Eigenständiges ist. Die Pathogenetik, also wie es dazu kommt, dass jemand ein Upper Airway Resistance Syndrom hat und wie es dazu kommt, dass jemand eine Schlafapnoe hat, das sind beides die gleichen Mechanismen. Und daher ist es keine getrennte Entität von der obstruktiven Schlafapnoe. Das ist aber erst viel, viel später klar geworden. Und das ist wichtig, das sich vor Augen zu führen. Im Prinzip ist es so, und das ist das Wesentliche, im Prinzip ist es so, dass die Luftflusseinschränkung ja verursacht wird durch einen erhöhten Atemwegswiderstand. Ja, es fließt zu wenig Luft, weil die Muskeln, die im Schlaf dafür sorgen, dass die Atemwege außerhalb des Brustkorbs schön offen bleiben, damit man genügend Luft atmen kann, um den Körper mit Sauerstoff zu versorgen, dass die erschlaffen, die Muskeln erschlaffen. Und dementsprechend kommt es dazu, dass man zu wenig Luft atmet. Aber nicht zu wenig oder so wenig, dass der Sauerstoff im Blut abfällt. Anders als bei der obstruktiven Schlafapnoe. Eine Hypopnoe oder eine Apnoe, dieses Atmungsereignis, das hier ausgewertet wird, auch in der Untersuchung, muss mit einem Sauerstoffabfall verbunden sein. Das ist beim Upper Airway Resistance Syndrom nicht. Da kann es auch über lange Phasen, über 2 Minuten oder 5 Minuten oder über 10 Minuten zu einer Luftflusseinschränkung kommen, ohne dass es zu Sauerstoffmangel kommt. Und das hat auch dazu geführt, dass viele Leute das nicht eingesehen haben oder nicht geglaubt haben, weil sie immer meinten, diese krankmachenden Effekte, die sind alle auf einen Sauerstoffabfall zurückzuführen. Ja, da wissen wir ja heute so ein bisschen, dass der Sauerstoffabfall andere pathogenetische Störungen hervorruft als die häufigeren Arousal-Reaktionen, also Müdigkeit und Störungen im Gehirn und so, die durch den Abfall der Sauerstoffsättigung hauptsächlich kommen. Ich stutze im Moment und muss mir jetzt auf die Sprünge helfen. Ich habe immer gedacht, beim Upper Airway Resistance Syndrom ist es so, dass der Atemfluss gleich bleibt oder jedenfalls praktisch nicht verändert wird, sondern der Widerstand höher ist und da der Atemfluss aufrechterhalten wird durch verstärkte Einatmung, also durch verstärkte Anstrengung der Muskulatur, was dann zur Folge hat, dass der Druck intertorakal abfällt und es da eine Schwelle gibt, ab der eben eine Weckreaktion ausgelöst wird und dann beginnt dieser Zyklus wieder von vorne. Also der pathogenetische Auslöser ist der Druck und nicht der Fluss. Also Nein. Der Fluss bleibt gleich, das ist falsch. Nein, ist auf keinen Fall der Druck. Denn was man sehen kann, ist, dass das Entscheidende ist inspiratorische Flusslimitation. Und diese inspiratorische Flusslimitation heißt nichts anderes als eine Luftflussbegrenzung in der Einatmung. Also weniger Fluss. Weniger Fluss. Ja. Und dieses weniger an Fluss tritt deshalb ein, weil die Muskulatur, die Atemwege weitet, ja, im Rachen und extratorakal, also außerhalb des Brustkorbes, weil die Atemwege nicht weit genug offen halten können. Und deswegen kommt es zu einer Luftflusseinschränkung. Und das kann man sehr schön messen mit den derzeitigen Sensoren, die wir haben. Ist es so, dass ein Atemzug nach einem bestimmten Schema verläuft. Wenn wir einatmen, dann steigt der negative Druck im Brustkorb, der dann dazu führt, dass ja Luft fließen kann. Hier muss es negativ sein, damit Luft von Atmosphäre in die Lunge reinfließen kann. Und normalerweise ist es so, dass
dieser Fluss langsam zunimmt, stetig ansteigt bis zu einem Scheitelpunkt und dann, wenn die Ausatmung einsetzt, dann wieder abfällt. Genau. Und was wir bei einer eingeschränkten, beim eingeschränkten Luftfluss sehen, ist, dass am Anfang der Atmung das alles noch normal aussieht, am Anfang eines einzelnen Atemzuges, das noch alles normal aussieht, aber dann ein Zeitpunkt eintritt, genau, wo der Luftfluss nicht mehr erhöht werden kann pro Zeiteinheit. Er bleibt gleich, weil nicht mehr Luft pro Zeiteinheit durch die Atemwege fließen kann. Und das nutzt dann das Gehirn clevererweise aus, indem es dann die Einatmungszeit verlängert. Weil das Gehirn möchte gerne, dass wir, sagen wir mal, 300 Milliliter atmen. Und wenn der Luftfluss pro Zeiteinheit begrenzt ist, und wir nicht die Zeit in Einatmung verlängern würden, dann würden wir weniger atmen. Das würde vielleicht dann auch zu Sauerstoffabfällen führen und würde dann zu Unterbrechungen des Schlafes führen. Das findet nicht statt. Es wird geregelt über eine Verlängerung der Einatmungszeit. Das wiederum ist aber sehr unökonomisch für den Körper und für das Gehirn. Und führt dann auf die Dauer dazu, dass das Gehirn eigentlich nicht mehr will, dass wir so atmen und es uns dann nachts wach macht. Und dieses Wachmachen resultiert dann in einem sogenannten Rausel, in einer kurzen Weckreaktion, die kürzer ist als 15 Sekunden und uns sozusagen in einen das Gehirn in einen aktiveren Zustand versetzt, sodass die Spannung der Muskulatur, der dilatatorischen, also der erweiternden Muskulatur in den oberen Atemwegen wieder vorhanden ist und wir dann für eine gewisse Zeit wieder normal atmen. Am Anfang, in den 90er Jahren bis zu den 2000er Jahren hin, war es so, dass wir davon ausgegangen sind, dass es immer ein diskretes Ereignis sein muss, das dann zur Unterbrechung dieser gestörten Atmung führt und uns dann kurz wach macht. Auch wenn wir nicht bewusst wach sind, es macht uns kurz wach. Das ist dieses Phänomen Arousal. Heute wissen wir, insbesondere auch durch die Arbeiten von Avram Gold, wissen wir, dass es nicht zu einem Arousal kommen muss. Es kommt generell aber zu einer Aktivierung im Gehirn während des Schlafes, ohne dass man diskrete Ereignisse sieht, die uns entweder kurz oder bewusst wach machen, sondern es ist eine Daueraktivierung im Gehirn. Sympathikotonus-Erhöhung, kann man genau, das sagen. Genau, genau. Und das können wir auch im EEG, in der Hirnstromaufzeichnung, können wir das sehr gut sehen, indem wir diese Aktivierung in einer vermehrten Einstreuung von Alpha-Aktivität sehen. Und das ist ein typisches Bild, das man bei Patienten mit Upper Resistance Syndrom sieht. Die haben eine Vermehrung im Alpha-Band des EEGs. Im Schlaf. Im Schlaf, das heißt, die sind daueraktiviert im Schlaf und das nicht nur in den Leichtschlafstadien, sondern auch in den Tiefschlafstadien. In den Tiefschlafstadien nennt man das dann Alpha-Delta-Schlaf, das kann man sehr schön sehen. Da reitet dann eine schnelle Aktivität, nämlich diese Alpha-Aktivität, auf der langsamen Aktivität, auf der Delta-Aktivität, deswegen Alpha-Delta. Und das kann man durchgängig sehen. Man kann dann auch bei diesen Patienten, die sich dann vorstellen mit einer Müdigkeit, mit Einschlafstörungen, mit Durchschlafstörungen, kann man dann sehen, dass man nicht so viele dieser diskreten Arousal, also dieser Wachphasen sieht, aber was man sieht, ist diese Daueraktivierung. Und es ist dann auch diese Daueraktivierung, von der wir annehmen, dass die eben zu der typischen Symptomatik bei diesem Patienten führt. Wenn man sie sieht, dazu muss man sich das EEG natürlich wirklich anschauen. Genau, man muss es sich genau anschauen. Aber eigentlich ist die Diagnose total einfach, nämlich inspiratorische Flusslimitation und diese Aktivierung im EEG und dann vielleicht auch noch Arousal, die auch noch dazukommen können. Aber man kann auch ohne Arousal. Ohne Arousal, ja. Ja, okay. Und aus meiner Sicht, rein philosophisch jetzt gesehen oder hypothetisierend, ist das Upper Airway Resistance Syndrom
eine Atmungsstörung im Schlaf bei Menschen, die ein sensibleres und funktionierenderes Gehirn noch besitzen, als Patienten, die eine Schlafapnoe haben. Patienten, die eine Schlafapnoe haben, die reagieren nicht mehr so sensibel auf das, was da passiert. Die können lange Atemaussetzer haben mit starkem Sauerstoffabfall und sind tagsüber auch nicht müde. Das Gehirn hat auch. Wir waren sogar nicht müde teilweise. Ja, ja. Ja, ja. Und für mich ist es so, da hat das Gehirn aufgegeben. Hm. Während bei diesen Menschen, das sind in der Regel Menschen, die hypersensibel sind. Auch überkompensieren, kann man das so nennen? Hm? Dass sie überkompensieren oder? Nein, ich würde nicht sagen. Das würde ich nicht sagen. Sie haben einfach eine niedrigere Schwelle, auf diese Luftflusseinschränkung zu antworten. Und das findet im Gehirn statt. Und es sind typischerweise dann auch Patienten, die andere Symptome oder andere Zeichen aus dem somatischen Krankheitskomplex zeigen, wie beispielsweise Reizdarm, ja, ist auch ganz typisch. Das sind dann Patienten, die sensibler im ganzen Körper reagieren, nicht nur im Gehirn. Insomnie auch, ja. Interessant. Wenn man das anhand der Flusskurve und des EEGs mit Alpha-Delta eigentlich sehr schön erkennen kann, wozu braucht man dann noch die Ösophagusdruckmessung oder die Messung der Aktivierung der Muskulatur? Die braucht man nicht mehr. Braucht man nicht mehr. Man muss nur ein EEG wirklich gut lesen können. Ja, und man muss natürlich die Atmung, darf man nicht, wie es früher gemacht wurde, und wie es früher gemacht wurde, wurde die Atmung ja mit Thermistoren, also mit Temperatursensoren gemessen. Warme Luft kommt aus der Nase rein und kühlere Luft wird eingeatmet. Und wenn man das als die Signal benutzt, dann kann man Ein- und Ausatmung sehen. Mhm. Und das war auch eins der Gründe, weshalb wir das erkannt haben, dass es so etwas gibt. Weil während alle noch Thermistoren benutzt haben, haben wir als eine der wenigen Drucksensoren benutzt, anhand derer wir sehr gut diese Druckschwankungen sehen konnten. Also es war nicht nur eine quantitative und keine qualitative Aufzeichnung. Du kannst diese Druckmessung, die wir gemacht haben, wir haben sie damals quantitativ durchgeführt. Du kannst das ganze System eichen und kannst dann genau sagen, dieser Atemzug sind 150 Milliliter, dieser Atemzug sind 300 Milliliter. Wir haben das auch geeicht. Aber heute ist das nicht notwendig, das zu eichen. Man kann es auch noch machen, aber es ist sehr aufwendig. Mhm. Und die Eichung kann sich dann über die Dauer der 8 Stunden, wo man sowas aufzeichnet, verändern. Nein, das ist nicht nötig. Heute ist es auch noch qualitativ. Aber entscheidend ist es eben, dass es ein Drucksensor ist, der heutzutage in jedem Schlaflabor eigentlich verwendet wird. Mhm. Interessant. Und trotzdem ist es gefühlt für mich eine seltenere Diagnose, als es wirklich vorkommt. Jedenfalls in anderen Laboren als bei uns, oder? Ja, doch. Also bei uns stellen wir die Diagnose schon relativ häufig. Schon, ja. In anderen Laboren. Wenn ich viele Berichte bekomme würde ich sagen, das wird. Ich sehe eher häufig Upper Airway Resistance Syndrom, die eigentlich leichte Schlafapnoe-Syndrome sind. Also so Patienten, viele Hypopnoen haben und so. Und dann wird das oft Upper Airway Resistance genannt. Aber das ist eigentlich was ganz anderes. Ja, ja. Also die Diagnose, bei der Diagnose spielt es schon eine Rolle. Der AHI, also die Anzahl der Apnoen und Hypopnoen, muss unter 5 sein. Und es muss eindeutig die inspiratorische Flussbehinderung, die muss dokumentiert sein. Es gibt heute ein paar Bestrebungen oder ein paar Fragen hinsichtlich des Ausmaßes der inspiratorischen Luftflussbehinderung. Manche glauben,
dass man die Anzahl der Atemzüge mit Flussbegrenzung messen sollte und dass man dann einen Schwellenwert bekommt, ab dem das pathologisch sein könnte und ab dem man ein Upper Airway Resistance Syndrom diagnostizieren sollte oder nicht sollte. Aber die Daten, die wir haben und auch die Avram Gold hat, zeigen, dass das nicht so relevant ist. Relevanter ist die Dokumentation der inspiratorischen Flusslimitation und das typische Symptombild des Patienten und die Mikroveränderung. Arousal ist ja eine Makroveränderung, sondern die Mikroveränderung, die wir im EEG sehen, im Sinne von Alpha-Aktivierung und Alpha-Delta-Schlaf. Ist die Alpha-Aktivierung eine Conditio sine qua non sozusagen für die Diagnose oder ist das nur etwas, was die Diagnose bestärkt oder wahrscheinlicher macht? Nein, das ist keine Conditio sine qua non, weil gerade auch Alpha-Aktivierung und Alpha-Delta-Schlaf ein sehr unspezifisches Zeichen ist. Wir sehen viele Patienten mit Ein- und Durchschlafstörung, mit Insomnie, die auch eine solche Aktivierung haben, die keine inspiratorische Flusslimitation haben, dementsprechend kein Upper Airway Resistance Syndrom haben, aber es sind Insomniker. Auch Insomniker leiden unter einem sensiblen Gehirn. Und dieser Ausdruck der Sensibilität stellt sich dann als Alpha-Aktivierung dar. Alpha-Aktivierung ist ein unspezifisches Zeichen. Und wir können nicht sagen, wenn wir Alpha-Aktivierung sehen, ist es dies oder ist es das? Aber man kann festhalten, dass wenn man sich die Qualität, die Form der Flusssignals, der Flusskurve und das EEG nicht wirklich selber anschaut, sondern nur automatische Analysen benutzt, dann wird man ein Upper Airway Resistance Syndrom eher nicht erkennen können. Das ist richtig, das würde ich so voll unterschreiben. Besonders wichtig ist diese schlafbezogene Atmungsstörung im Zusammenhang mit ambulantem Monitoring. Ich habe gerade jetzt letzte Woche wieder einen Patienten gehabt, der von einer Kollegin geschickt worden ist, mit einer eindeutigen Symptomatik, Müdigkeit, Einschlafstörung, Durchschlafstörung und einem ambulanten Monitoring mit einem AHI in dem Fall von 6. Ja? Aber die Kollegin war so informiert, dass sie sich gesagt hat, das muss genauer untersucht werden, kann hier nicht vielleicht ein Upper Airway Resistance Syndrom vorliegen. Dieser Patient muss ins Schlaflabor dort weitergehend untersucht werden, um das eben auszuschließen oder um die Diagnose eines Upper Airway Resistance Syndroms zu stellen. Und in der Tat, es war so, die Kollegin war aufmerksam genug, sich nicht abschrecken zu lassen von den Ergebnissen der automatischen Auswertung des ambulanten Monitorings und hat sich gesagt, der hat aber typische Zeichen am Tage mit der Müdigkeit und so weiter. Das muss genau untersucht werden. Und in der Tat war es dann auch so. Das ist wirklich interessant. Also ich erinnere mich jetzt gerade, dass damals ein großer Vorwurf ja immer war, dass man das erfindet, um noch mehr Menschen ins Schlaflabor zu bekommen und um unsere Diagnostik und die Schlafmedizin sozusagen mit Bedeutung aufzupumpen. Das ist fast absurd, wenn man daran denkt, dass wir heute in den Schlaflaboren monatelange Wartezeiten haben und das nur wirklich kein Grund mehr sein kann. Das andere, was natürlich auch ein ganz wesentlicher Aspekt beim Upper Airway Resistance Syndrom ist, es betrifft mehr Frauen als, ich will jetzt nicht sagen, mehr Frauen als Männer, so genaue Daten haben wir darüber nicht, aber das Verhältnis von Männern zu Frauen beim obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom, das trifft beim Upper Airway Resistance Syndrom nicht zu. Es sind mehr Frauen, es sind auch junge Frauen. Und wenn es junge Frauen sind, sind es häufig, aber auch, muss man sagen, übergewichtige Frauen. Mhm. Ja? Das heißt, beeinträchtigte Atmung im Schlaf bei Frauen, die vor den Wechseljahren sind, mit ihrem Lebensalter,
ist selten. Frauen sind geschützt vor schlafbezogenen Atmungsstörungen. Das ändert sich dann nach den Wechseljahren.